Stahl mit Edelstahl verschweißen? Ist die grundlegende Frage, kann man das? Und wenn ja, was muss man beachten? Und welche Schweißverfahren sind da die richtigen? Welche Schweißzusatzwerkstoffe sind die richtigen? Was muss ich da beachten? Allgemein, was gibt es für Verarbeitungshinweise? Und ich bin auf das Thema mal wieder gekommen. Ich hatte ein bisschen gepunktet. Und da habe ich auch dünnes Stahlblech mit dünnem Edelstahlblech verpunktet. Also sozusagen verschweißt. Und da kam gleich wieder die Frage, Stahl mit Edelstahl, kann man das überhaupt verschweißen? Darf man das überhaupt? Und ganz grundlegend kann man natürlich sagen, Stahl und Edelstahl verschweißen. Zum Beispiel, wenn man das hier sowas nimmt als Geländerstab zum Beispiel, sieht man öfters, dass das Geländer an sich aus Stahl ist. Der Handlauf dann aber aus Edelstahl. Das wird oft aus Kostengründen zum Beispiel oder auch aus ästhetischen Gründen durchgeführt. Das ist völlig legitim. Das ist eine sogenannte Mischverbindung. Grundlegend, wenn jemand fragt, darf man das miteinander verschweißen, dann ist natürlich wichtig, jeder von beiden Werkstoffen muss eine Schweißeignung haben. Das heißt, er muss schweißbar sein. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man diese beiden Werkstoffe miteinander verschweißen kann. Oder auch zum Beispiel diese beiden Werkstoffe. Ja? Das ist schon mal die erste Frage. Das heißt, grundlegend schwarz und weiß, sagt man oft, sogenannte Mischverbindung Stahl und Edelstahl, kann man relativ problemlos miteinander verschweißen. Dann ist natürlich die Frage, welche Schweißverfahren kann ich dafür nehmen? Wickschweißen ist da sehr gut geeignet. Wickschweißen nehme ich Argon 4.6 als Gas. Max-Schweißen ist auch sehr gut geeignet. Max-Schweißen würde ich auch Argon 4.6 oder wirklich ein spezielles Mischgas dafür. Das Mischgas wird das Ideale sein. Das hat dann meistens so einen CO-Anteil von 2% und 98% Argon. Reines, also oder Mischgas für C-Stahl, Korgon ist eher ungeeignet. Wird teilweise auch verwendet, wäre aber nichts, was ich empfehlen würde. Und als drittes ist natürlich auch die gute alte Elektrode sehr gut geeignet. Das heißt, alle Standardschweißverfahren sind gut geeignet. Und wir haben als nächsten Punkt die Schweißzusätze und dementsprechend haben wir auch die Aufmischung. Wir müssen uns halt Gedanken machen beim Schweißen von Mischverbindungen über die Aufmischung. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz praktisch gesprochen, das beides miteinander verschweiße, dann entsteht ein Schmelzbad. Dementsprechend, wenn ich das Ganze zum Beispiel mit Wick schweißen würde, würde dieser ferritische Anteil, also dieser Eisenanteil, mit in dieses Schmelzbad übergehen und ich hätte eine Aufmischung von diesen beiden Werkstoffen. Das möchte ich natürlich eher nicht oder so gering wie möglich halten, weil die Eisenelemente würden natürlich die Korrosionsbeständigkeit und die Eigenschaften des C-Stahls oder des Edelstahls massiv beschränken. Das möchte ich nicht. Darum verwende ich einen Schweißzusatz dafür. Ich habe hier den Wick-Schweißzusatz. Das ist ein 309L. Das ist ein relativ standardmäßig genutzter Schweißzusatz für Schwarz-Weiß-Verbindung. Und den gibt es dann halt auch als Wickstab, den gibt es hier halt als Elektroden für das E-Handschweißen, für das Elektrodenschweißen. Und den gibt es auch als Magdraht. Magdraht in der 1 Kilo Version ist leider sehr, sehr selten. Meistens braucht man eine 5 Kilo Rolle und dann wird es auch gleich richtig teuer. So, das wäre der grundsätzliche Schweißzusatz, ein 309L. Das ist ein 1.4332. Generell zum Thema Schweißzusätze, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe hier so ein Buch und da stehen wirklich alle Schweißzusätze drin. Das gibt es von allen namhaften Herstellern. Ich habe es hier von ESAB. ESAB hat relativ viel aufgekauft, zum Beispiel Sandvik gehört jetzt auch mit zu ESAB und ein paar andere Firmen mit Schweißzusätzen, ist also einer der größten Schweißzusatzlieferanten der Welt. Ja. Ich hatte die Tage bei Instagram einen schönen Post. Oskar Kehlberg, der Gründer von ESAB, der hat auch die umhüllte Stabelektrode erfunden und ist gleichzeitig immer noch ein Namensgeber für die Kehlberg
Plasmaschneidgeräte. Nur mal so am Rande. Wie gesagt, man hat hier dieses Buch. Das kann man sich kostenlos downloaden oder man kriegt es bei einem ESAB-Fachhändler, soweit ich weiß. Und da hat man hier zum Beispiel Schweißzusätze für Mischverbindungen. Und dementsprechend wird hier so ein bisschen Allgemeines erklärt. Dann auch so ein bisschen Text wirklich dazu. Aufmischungsgrad hat man hier zum Beispiel WIC ohne Schweißzusatz 100% oder bis zu 100%. WIC mit Schweißzusatz 20-40%. Ja, und bei der Elektrode haben wir nur, E-Hand wird das klassisch genannt oder fachlich korrekt genannt, haben wir eine Aufmischung von 15-30%. Ja. Also je niedriger diese Aufmischung gehalten wird, desto besser ist eigentlich hinterher die Qualität der Schweißnaht, wenn der richtige Schweißzusatz verwendet wird. So. Und hier werden dann verschiedene Schweißzusätze, hat man Listen, kann sehen, was geeignet ist, was sehr gut geeignet ist. Man hat dann hier zum Beispiel so ein S235 und also einen ganz normalen Baustahl, hat den dann in Kombination mit einem Edelstahl, zum Beispiel mit einem 1.4571 oder 1.4301 und findet dann hier diesen Schweißzusatz. Das ist für uns eigentlich eher unrelevant als gerade in dem Hobbybereich. Ich wollte aber mal, dass jeder dann auch wirklich weiß, wo er korrekt den Schweißzusatz herkriegt. Nicht, dass einfach gesagt wird, ja, der wurde mir empfohlen. Wer sagt denn, dass der ihn empfohlen hat, dann auch wirklich Ahnung hat? Ich kann sagen, in der Praxis ein 309L oder ein 309 LSI ist dann wieder ein bisschen teurer. Ein 309L, da macht ihr wirklich gar nichts verkehrt. Wer schwarz-weiß, viel Schweiß, ja. Wickstäbe gibt es da, Elektroden und wie gesagt auch Mack. Mack meistens leider nur in 5 Kilo. Und da hätten wir das Thema Schweißzusätze. Ja, wichtig. Wenn man keinen geeigneten Schweißzusatz hat, was nimmt man dann? Dann würde ich einen ganz normalen 316 oder 308, also einen V2A oder einen V4A Schweißzusatz nehmen. Ist egal, ob das eine Elektrode, ob es ein Wickstab oder ob es der Mackdraht ist, ja, ist immer noch besser als ein C-Stahl-Zusatz und gibt in der Praxis eigentlich auch keine Probleme. Wenn ich das Ganze dann miteinander verschweißt habe und ich es richtig gemacht habe, das Material nicht zu stark aufgeschmolzen habe, dann ist die Korrosionsbeständigkeit schon in der Naht, wo der Zusatz wirklich enthalten ist, schon gegeben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde aber trotzdem immer so weit hergehen, dass wenn ich jetzt hier, müsste ich ja einen Korrosionsschutz anbringen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dann würde ich immer so weit gehen, dass ich wirklich den Korrosionsschutz bis ran an den Edelstahl-Grundwerkstoff ausführe. Gut. Beim Schweißen dieser beiden Verbindungen, ja, nehmen wir mal an, wir haben das Wickschweißverfahren. Wickschweißverfahren, es wäre wichtig, eine schnelle, also eine hohe Schweißgeschwindigkeit ist empfehlenswert. Das Ganze möglichst als Strichlage. Das heißt, wir wollen keine Pendellagen oder irgendwas. Das ist sowieso in der Schweißtechnik eher ungewünscht, auch wenn das sehr modern ist, diese Pendellagen, zum Beispiel hier mit diesen Jumbo-Düsen, Langpendeln. Wir wollen schmale Strichlagen. Warum wollen wir schmale Strichlagen haben? Wir haben zwei Werkstoffe, die unterschiedliche Wärmeabfuhreigenschaften haben, ja, unterschiedliche Wärmeleiteigenschaften haben, so ist es korrekt. Man muss sich ja mal heutzutage sehr korrekt ausdrücken. Dementsprechend haben wir das Problem, dass es schnell zur Rissbildung in der Naht kommt. Und im Extremfall, ich habe hier nochmal diesen dicken Klotz, wo ich mal Mack mitgeschweißt habe, hergeholt. Im Extremfall sieht meine Naht so aus. Da ist die Rissbildung eigentlich schon vorprogrammiert und da muss ich mir dann natürlich auch dementsprechend Gedanken machen. Also Rissbildung ist ein ganz großes Problem. Oft kommt jemand her, hat einen dicken C-Stahlwerkstoff, einen dünnen Edelstahlwerkstoff, heftet hier und hat schon im Hefter die Risse. Ja? Da ist das erste Problem, es wird ohne Zusatz geheftet. Das zweite Problem, es wird zu breit geheftet. Also die Heftung, die Stelle ist schon zu breit. Und das dritte ganz große Problem ist halt die Wärmeabfuhr. Wenn ich dickes mit dünnem Material verschweiße, beziehungsweise erstmal mit Stückschweißungen fixiere,
dann habe ich das Problem der Wärmeabfuhr, der Wärmeableitung. Und gerade wenn ich unterschiedliche Werkstoffe habe und das eine Material ist deutlich stärker als das andere, dann zieht die Wärme hier richtig rein und der Hefter hat keine Chance, oder diese Stückschweißung hat keine Chance, weil das so dermaßen schnell abkühlt und dann entsteht ein Riss. Den Riss ziehe ich mir im schlimmsten Fall hinterher in die Schweißnaht und ich habe einen ganz feinen Riss, der einmal hier rumgeht. Das Ganze wird dann dynamisch oder auch nur statisch. Statisch, nur statisch gibt es ja meistens auch nicht. Es kommt immer mal so ein bisschen Dynamik rein. Und wenn es nur irgendwo ganz normal Bewegung, eine leichte Bewegung ist, die dann hier auch eine leichte Krafteinfluss von wegen, also ist immer eine gewisse Dynamik in so einem Bauteil drin. Und wenn es auch nur die Wärme ist durch Sommer und Winter, dass es sich ausdehnt bei Kälte und Hitze. Und dementsprechend reißt das dann ganz im extremsten Fall, kommt es dann ja einfach zum Bruch. Ne? Was kann ich dagegen machen? Erstmal, wie gesagt, nie ohne Zusatzheften. Zweiter Punkt ist wirklich, ich bringe hier Temperatur rein. Das heißt, ich habe einen Propangasbrenner, ich habe einen ganz normalen Gas-Sauerstoffbrenner. Ich bringe hier einfach Wärme rein. Im schlimmsten Fall schweiße ich hier an der Stelle schon mal einmal ohne Zusatz, wenn ich gar keine andere Möglichkeit habe, zum Beispiel auf der Baustelle oder so. Ja? Das heißt, ich bringe hier Wärme rein. Das hat den Effekt, das Bauteil kann nicht mehr so schnell die Wärme aufnehmen, weil es schon mit Wärme gesättigt ist. Ja? Und dementsprechend zieht die Wärme dann nicht mehr so schnell hier rein, weil hier schon genug eine Grundwärme vorhanden ist. Ich rede jetzt hier von so einer Wärme, dass ich so einen Körper auf vielleicht 60, 70 Grad erwärme, nicht mehr. Also nicht richtig vorheizen, vorglühen oder vorwärmen oder so. Das ist dann schon ein ganz anderes Ding. Ich will wirklich nur eine gewisse Grundwärme reinbringen. Vorwärmen ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema. Das wäre dann aber, dass der Hersteller oder der Lieferant des Materials das empfiehlt. Ja? Wir reden hier ganz normal von einer gewissen Grundwärme, die wir in so ein Bauteil reinbringen, damit uns der Hefter und damit uns die Naht hinterher nicht reißt, keine Risse entstehen. So, das ist zum Thema Rissbildung. Rissbildung ist wirklich ein sehr großes Problem, gerade beim Wix-Schweißen, auch beim Max-Schweißen, beim E-Handschweißen kann es auch vorkommen. Also man sollte da wirklich sehr sensibel sein. Wie gesagt, Temperatur ist ein großes Problem. Zusatz sollte immer verwendet werden. In Strichlagen sollte geschweißt werden. Der nächste Punkt ist wirklich immer, das klingt jetzt, als ein Widerspruch an sich ist, auf die Temperatur zwischen den Lagen soll geachtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt einmal rumgeschweißt habe, ja, und die Nahtüberhöhung reicht nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel so vorgehen, wenn ich hier wirklich eine kräftige Naht haben will, ein A-Maß von, ich weiß nicht, 4 oder so, würde ich es vielleicht in 2 Lagen schweißen, gerade wenn ich Strichlagen anwenden soll. Das heißt, ich soll hier eine gewisse Grundwärme, aber es soll auch nicht zu heiß sein. Das heißt, das Ganze muss auch wieder etwas abkühlen, bis es wieder so ungefähr die 100 Grad hat. Und erst dann kann ich die zweite Naht. Nicht gleich, gerade bei kleinen Bauteilen, warm und dann gleich wieder warm rüberschweißen. Das ist der nächste Punkt, was mir dann auch Risse und Poren bringen würde. Korrosion ist der nächste wichtige Punkt. Wir nehmen das nochmal hier so. Und ja, wir haben ja hier allgemein so ein C-Stahl, muss man natürlich vor Korrosion schützen. Man sieht das hier auch. Der hat hier nur bei mir in der Ecke gelegen, hat schon gerostet. Und ja, so eine Mischverbindung ist natürlich noch besonders korrosionsanfällig. Und dementsprechend muss ich natürlich einen Korrosionsschutz aufbringen. Und ich habe das Problem, ich habe hier eine gewisse Kontaktkorrosion und ich habe eine Bimetallkorrosion. Das sind beides Fachbegriffe. Bimetallkorrosion ist zum Beispiel, dass ich gerade, wenn ich ein edles und ein unedleres Material habe, dass wenn ein Elektrolyt, also eine Feuchtigkeit dazu kommt, sich das unedlere Material deutlich schneller zersetzt. Das wird auch oft genutzt, dass man halt
den Werkstoff wirklich schützt und den unedleren Werkstoff wirklich mit so einer Opferanode wirklich zersetzen lässt. Also bewusst diesen Prozess einsetzt, um das Material zu schützen. Wollen wir in der Regel natürlich nicht haben. Dementsprechend ist wirklich der Korrosionsschutz wirklich wichtig. Wir haben nur eine Chance, wenn wir das Material wirklich sehr gut schützen und wirklich bis in die Schweißnaht reingehen mit unserem Korrosionsschutz, zum Beispiel Farbe, und dementsprechend da wirklich Sorgfalt vorwalten lassen. Man sieht oft Bauteile, die sind wirklich schön gemacht. Ein Stahlbauteil und dann ein Edelstahlhandlauf, weil es wirklich schön aussieht, weil es sich angenehm anfühlt. Und dementsprechend hat man dann hier richtige Roststellen und der Rost geht dann auch in den Edelstahl über. Es ist zwar Edelstahl, es ist Nierroster und wie man den nicht alles nennt, aber wenn diese Schicht, die sich auf dem Edelstahl befindet, diese Passivschicht, wenn die beschädigt ist, dann hat man keine Chance mehr. Dann rostet auch dieser Edelstahl, dann kann man wirklich nur durch Abschleifen und dann repassivieren, also dass sich diese Passivierungsschicht wieder ausbildet, kann man das Ganze wirklich wieder nur hinkriegen. Ja? Ein wichtiger Punkt ist dann halt auch immer Verzinkung. Ja? Oft ist es ja so, wirklich, man hat hier ein verzinktes Rohr und hier kommt dann ein verzinktes Edelstahlrohr drauf. Entschuldigung, habe mich versprochen. Und da ist natürlich die Frage, wie gewährleiste ich da den Korrosionsschutz? Oft wird dann hier einfach die Verzinkung abgeschliffen. Dann wird es verschweißt und dann wird hinterher mit Zinkspray oder mit Farbe, mit so einer Zinkfarbe gearbeitet. Das hält meistens nicht sonderlich lange. Eine andere Vorgehensweise, die ich schon ein paar Mal angewendet habe, die mir auch mal erzählt wurde, habe ich mir sich selber ausgedacht, ist, dass man wirklich, bevor man das Rohr zum Verzinken gibt, also das beinhaltet natürlich immer, dass ich ein Bauteil habe, was ich selber zum Verzinken gebe, dass ich wirklich hier erstmal so eine Auftragsschweißung von 3-4 Lagen mache. Da eignet sich bei dünnen Rohren natürlich das Fixschweißen für, dass ich hier wirklich so Lagen draufsetze und später dann einfach die Verzinkung abschleife und in dem Bereich hier dann wieder einfach das aufgepufferte Material dann mit dem Edelstahl verschweiße. Ja, dadurch beschädige ich diese Zinkschicht oder die Verzinkung nicht in dem Bereich, wo sie eigentlich wirklich mit dem Stahl den Korrosionsschutz eingehen soll. Das ist eine Möglichkeit, die nicht sehr verbreitet ist, aber doch gebräuchlich wird, hat uns mal ein Professor erzählt. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, das funktioniert wirklich gut. Also wie gesagt, einfach hier eine Auftragsschweißung und dann eventuell auch hier nochmal 1-2 Lagen um das Rohr. Hinterher beschleift man das leicht, dass die Verzinkung nach dem Verzinken weg ist und kann dann hier einfach das Rohr draufsetzen, aufschweißen. Man hat wirklich eine homogene Verbindung und hat keine Probleme. Ja. Wenn es bei Schwarz-Weiß-Verbindungen wirklich zu starken Problemen gibt, ist immer die Möglichkeit, dass man mit Wick oder Mack oder auch Elektrode erstmal eine Pufferlage legt. Das heißt, ich würde auf diesen C-Stahl und eventuell auch auf diesen Edelstahl an den Punkt, wo ich das Ganze verschweißen will, erstmal wirklich ein paar Lagen drauflegen und dann würde ich diese Zusätze miteinander verschweißen. Ich weiß, das ist viel theoretisch. Und viel ist ja auch irgendwo vielleicht für den Anwender zu Hause, das ist den überfordert. Was mache ich denn, wenn ich kein 309L habe, habe ich eben schon gesagt. Dann kann man natürlich auch wirklich einen Edelstahlzusatz nehmen. So einen ganz normalen 316, wie ich den hier immer verwende. Oder einen 308. Geht natürlich auch. Ideal, wie gesagt, ist ein 309. Ich habe da immer wieder Fragen zu, das wollte ich dementsprechend mal loswerden. Einfach so meine geistigen Ergüsse zum Thema Schwarz-Weiß-Verbindung. Ups, die Zusätze darf ich natürlich nicht durcheinander bringen. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich die Zusätze vernünftig ordnet. Ich werde mir da auch mal demnächst was Schönes basteln, da werde ich bestimmt auch ein Video zu machen. Wie gesagt, Schwarz-Weiß-Verbindung ist eigentlich relativ unproblematisch, wenn man auf die Rissbildung achtet. Das ist eines der größten Probleme. Wenn man auf den Korrosionsschutz achtet und wenn man wirklich nach Möglichkeit
den richtigen Schweißzusatz nimmt. Ich hoffe, das war mal interessant für euch, Schwarz-Weiß-Verbindung. Schreibt mir hier unter, was ihr noch so für Erfahrungen mit Schwarz-Weiß-Verbindung habt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen, egal ob Weiß-Weiß, Schwarz-Schwarz oder Schwarz-Weiß. Und bis dann, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dann, euer Manni.